das sieht ziemlich nach einem Timeout für Agent Esther vs. Spine aus, wenn ich mir das mal so angucke. Aber ich habe mir gerade den Timer gestellt, denn es ist wieder Zeit für Alan Wake 2 aus dem Hause Dave Durden TV. Natürlich, wie immer, von und mit mir, dem Dave. Und eigentlich sind wir jetzt bereit, wir gehen jetzt. Das heißt, das hier ist der Point of No Return für Saga Anderson, FBI. Und wohin wir auch immer wir gehen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wir haben beim letzten Mal hier ein bisschen für Räumestraße gesorgt, ne, ein bisschen aufgeräumt. Wir haben gegen Scratch gekämpft im Hinterhof. Hi, Kulein, hi! Welcome! Willkommen! Freut mich, dass du einschaltest. Hi, ich bin der Dave. Und wir werden jetzt wahrscheinlich so langsam das Endgame betreten. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht nicht mehr allzu viel vor uns. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber die meisten Sachen, die wir machen konnten, die haben wir jetzt eigentlich gemacht. Zumindest, also wenn ich mir das mit Saga so mal angucke. Du bist Haku, alles klar. Freut mich auch, ja. Schön, dass du da bist. Ein neuer Zuschauer auf Twitch für die YouTube-Leute vielleicht hinterher. Also, hi Haku nochmal. Ich nehme das hier gerade für YouTube auf. Also ich nehme meine Let's Plays immer auf Twitch auf. Und aktuell Let's Playen wir noch Alan Wake 2. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Es fehlt, glaube ich, nicht mehr allzu viel, sagte er, und wird wahrscheinlich nochmal 30 Folgen aufnehmen. Weil ich eher ein langsamerer Spieler bin. Ich spiele sehr ruhig und sehr bedacht, lese auch alle Texte vor und so. Und ja, also ich bin kein Let's Play Speedrunner, sag ich mal. Ich lasse mir halt einfach gerne Zeit. Und ja, ich habe Teil 1 auch gespielt, ja. Ich habe Teil 1 auch Let's Played. Sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe aber Control tatsächlich noch nicht gespielt. Das ist auch was ich noch demnächst vorhabe. Vielleicht sogar dieses Jahr oder schon bald, in Anführungszeichen. Schauen wir mal. Ich möchte mal eben schauen, was unsere Falafel hier sagt, ob wir da noch irgendwas machen können. Ich glaube nicht. Aktuell sind wir da wirklich gut aufgestellt. Hinweise 0, Fall gelöst. Interessant, dass hier steht Fall gelöst. Okay, ja. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass Fall gelöst eigentlich farblich hier bedeutet in dem Menü, dass die gelösten Akten unten diesen Gelbton dann bekommen. Deswegen war ich gerade so ein bisschen irritiert. Control hat mich richtig genervt, irgendwie war das gar nicht meins. Okay, also ich habe bisher noch nie wirklich was davon gesehen. Ich habe nur eigentlich ziemlich gute Sachen gehört und bin... Also ich mochte Alan Wake 1 sehr. Ich liebe Alan Wake 2, ich glaube, noch mal mehr als... Obwohl, na, weiß ich nicht. Es sind beide sehr, sehr geil. Ich finde auch, man kann sie nicht... Also man kann sie in manchen Sachen natürlich vergleichen. Aber ich finde, Alan Wake 2 ist halt im Ganzen noch mal etwas dynamischer, etwas... grafisch expliziter, also ne, wenn man hier Gegner tötet, dann sieht das sehr blutig und sehr zerhackt aus. Das war in Alan Wake 1 nicht so. Ich finde persönlich auch, dass der zweite Teil noch ein Tacken düsterer und gruseliger ist, ehrlich gesagt. Also, und wie gesagt, der erste Teil ist auch super für das, was er ist. Der zweite Teil ist halt einfach eine sinnvolle Weiterentwicklung. Auch was die Spielmechaniken angeht, zum Beispiel die Engelslampe, die Alan hat, und auch ne, alles andere mit dem Lichtwechsel und Szenenwechsel und Handlungsstränge und sowas. Aber da werde ich am Ende des Let's Plays nochmal ein bisschen drauf eingehen. Jetzt gehe ich erstmal auf Agent Estevez ein und ich würde sagen, ich bin bereit, gehen wir. Bereit? Ja, komm, wir machen's jetzt. Okay. Ich mach mal doppelt. Ich bin jetzt bereit, zum Cauldron Lake zu gehen. Starten wir mit dem Plan. Okay, dann mal los. Wir sind für Sie da. Was brauchen Sie von uns? Ich gehe mit dem Klicker zum Cauldron Lake. Scratch wird versuchen, Sie rauszuholen, Anderson. Sie werden Verstärkung brauchen. Ich weiß, ich werde Sie nicht davon abbringen können, Casey. Estevez, wie sollen wir das Lichtfeld zum See bringen? Kein Problem, ich kümmere mich darum.
Und wir bringen unseren mobilen Sicherheitscontainer mit. Er wurde speziell für Wesen wie Scratch entwickelt. Und dieses Kunstwerk hier, Anderson, was haben Sie damit vor? Ich rufe ein paar Leute an. Wir treffen uns beim Cauldron Lake. Mhm. Zustimmendes Nicken. Fahre mit dem Auto zum Cauldron Lake. Also doch nochmal dahin. Gut, hätte man sich irgendwo denken können, denn da hat ja alles so ein bisschen begonnen. Ja, spannend. Also es gibt anscheinend auch noch andere Wesen Alex, wie Scratch. Es ist einfacher, wenn du mit uns fährst. Wir haben einen Parkplatz am Wasser. Das hört sich nicht gut an. Okay, interessante Konversation. Ja, hier stehen die Leute immer noch. Ich guck gerade ein letztes Mal nochmal eben hier auf die Karte. Also hier werden uns noch ein paar Kisten angezeigt, die... Ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Ich habe in der Zwischenzeit wieder auch in das Let's Play reingeschaut, was ich halt so ein bisschen immer versetzt schaue. Wo ich halt die Bereiche, in denen ich schon war, nochmal im Let's Play woanders schaue, damit ich selber für mich schauen kann, ob ich irgendwas Wichtiges übersehen habe oder so. Und da habe ich gemerkt, dass sich diese Behälter auf so kleine, ja, Alibert, so Wandschränke beziehen, also so Medizinschränke im Prinzip. Die sollte man, so würde ich das jetzt schätzen, wohl mal öffnen können, aber man kann sie nicht wirklich öffnen. Das sind diese Behälter, diese Icons hier. Deswegen war ich auch so verwundert, dass ich da irgendwie nichts finde, was ich öffnen kann. Da war keine Box oder so. Das erklärt so ein bisschen. Muss man wissen. Ne? So. Thor, oh. Ich brauche die Old Gods of Asgard. Ich brauche ein besonderes Lied. Jawohl! Der Tourbus ist beladen und wir haben uns schon verabschiedet. Machen wir die Straßen unsicher wie früher, Baby! Sie haben das kommen sehen, oder? Natürlich. Ich brauche ein Lied über Alan Wake, um ihn aus dem dunklen Ort zu holen. Ein Schriftsteller, ein See der Dunkelheit, der Weg zum Licht. Schreibt sich praktisch von selbst. Wie viele Fotos will er eigentlich hier machen und wie viele Selfies? Eigentlich wollte ich ihn gerade hauen, aber das wollte sie nicht. Das Problem ist, glaube ich, nur, der Gitarrist der Old Gods of Asgard, der ist ja eigentlich schon gestorben, oder nicht? Thor und Odin waren ja Bassist und Schlagzeuger, aber der Gitarrist und Sänger ist, glaube ich, in der Geschichte gestorben. In dem hohen Alter. Der hat die Kamera nicht geöffnet, darum dauert das so lange. Ja, wahrscheinlich. Aber der ist ja schon seit dem Beginn unseres Abenteuers hier schon in Bright Falls. Der war ja vorher hier bei dem Kai, ne, am Kai. Und da hat er ja auch schon versucht, Fotos zu machen und alles. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich will das nicht mehr machen. Tja. Vielleicht denkt sich Scratch das auch. Geh ran, geh ran. David, bitte geh ran. David. David, ich bin's. Wo hast du... Hör auf. Hör mir einmal zu, bitte. Du hast mich verlassen und mir meine Tochter genommen und dann hast du... Sie ist deinetwegen tot. Und ich will nie wieder was von dir hören. Ruf mich nie wieder an. David! Verflucht nochmal. Es wird schlimmer. Breitet sich aus. Mhm. Die Zeit läuft mir davon. Ja, das ist ja unsere Arbeitshypothese, dass alle anderen quasi von der Dunkelheit heimgesucht wurden, übermannt wurden und sich alle denken, dass Logan, also ihre Tochter, tot ist. Obwohl, so wie wir das sehen hier als Saga, ist das... Erreiche das Seeufer. Oh, müssen wir noch ganz runter. Ist das ja eigentlich so, dass Alan das so geschrieben hat, um die Geschichte halt voranzuspinnen?
Was davon jetzt wahr ist oder nicht? Oh. Ich dachte gerade, es wäre eine Leiche gewesen, also nur ein Baumstumpf. Okay, wir müssen zum Seeufer. Ich gucke gerade mal eben, ob wir hier noch irgendwas Neues haben. Nein. Ich würde ganz gerne, hier unten müssen wir hin. Gespräch, neue Option, okay. Ich würde mal eben ganz kurz einen kleinen Abstecher machen und hier oben zwischenspeichern. Oh, Helikopter. Wir kommen mit den Lichtern, Anderson. Wo sollen wir sie platzieren? Platzieren Sie sie an der Küste. Wir müssen bereit sein, wenn Fischer kommt. Wir werden bereit sein. SMS Ende. Ja, aber die Kultisten sind ja auf unserer Seite, wie wir mittlerweile gemerkt haben. So. Aber wenn es alle anderen falsch... wenn alle anderen falsch liegen, ist es dann nicht wahrscheinlich, dass man selbst falsch liegt? Theoretisch denkbar. Aber ich glaube... Nein. Nee, ich glaube, in dem Fall liegen wir richtig. Hoffe ich jetzt einfach mal, ja? Ich bin Optimist. So. Ich werde versuchen, ich weiß nicht, ob das gut gelingt, hier an etwaigen Gegnern vorbeizulaufen. Auf dem schnellstmöglichen Weg zum See. Die Gesichter, eine geheime Wahrheit. Weil ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen großen... Ja, ja, ja. Du Kacksack! Ja, ich brauche größere Geschütze. Das war jetzt unnötig. Das war jetzt richtig unnötig. Die blöden Teile, ey. Kann ich Waffen nachladen? Machen wir vielleicht nochmal eben kurz, wenn wir hier, ja, noch im sicheren Bereich sind, hier vorne. Wir haben jetzt übrigens, ne, für Platin-Keks und vielleicht für Leute, die neu sind, vielleicht auch für Haku, falls er noch da ist, oder sie. Wir haben jetzt mittlerweile auch die nicht abgesickte Schrotflinte bekommen. Sehr, sehr geil. Moment mal. Das war vorher aber nicht so, glaube ich. Kommen wir jetzt hier gar nicht mehr her. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ungünstig. Oder bin ich jetzt einfach falsch abgebogen? Moment. Nee. Der Baum lag hier vorher nicht. Eine FBI-Agentin kann natürlich nicht darüber springen. Dafür sind sie halt dann doch auch nicht ausgebildet, ne? Also, kann ich hier diesen Weg entlang gehen? Moment. Oder ist das der Weg, den ich meinte? Ja, das ist der Weg, glaube ich. Okay, dann müssen wir, glaube ich, tatsächlich den kompletten langen Weg hinten rumgehen. Und zwar hier. Hast du auch die abgesegnete Schrotflinte? Ja, die habe ich auch. Das ist diese hier. Beziehungsweise, nein, hier. Das ist die abgesägte. Also ich habe jetzt eine abgesägte und eine heile. Sagt man, eine nicht abgesägte Schrotflinte. So. Ach, deswegen war eben auch hier ein Gegner wahrscheinlich, ne? Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Okay, ja, dann müssen wir hier entlang gehen. Diesen ganzen langen Weg. Och, Leute. Wie mir scheint.
Ich würde trotzdem versuchen, ein bisschen durchzulaufen. Wünscht mir Glück. In den schwarzen Spiegel. Bodenlos! Schon da, wo man war! Das sind so Huschteile, ne? Das sind Thor und Odin. Vielleicht sollte ich mich melden. Kleine! Wir sind fast beim Gig! Und Odin hat vier Schergen der Dunkelheit überfahren! Der Bus ist der Hammer! Ich fahre mit einer Hand! Wir treffen uns bei der Küste. Ist das Lied bereit? Fast! Odin hat einen richtig... Bruder, Baum! Baum! Welcher Baum? Im Lied gibt es keinen Baum! Wer zum Teufel steckt einen Baum mitten auf die Straße? Wir sind nicht auf der Straße! Fahr vorsichtig, Opa! Das war jetzt keine Beleidigung, also altersdiskriminierend, sondern älter ihr Opa. Ich wollte gerade eben schon noch sagen, dass sie uns ja auch hätten mitnehmen können, aber wenn ich das so sehe, würde ich nicht fahren. Ganz schön verrückte Art zu fahren. Ja. Oh, Collectibles. Wir können uns ein neues Auto zusammenbauen. Okay. Finde ich aber nett, dass sie uns hier so einen Weg bahnen. Auch wenn das, glaube ich, nicht ihre Beabsichtigung ist, aber... Schöne Idee. Jesse, hi. Alles kein Problem, alles gut. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Der Vergnügung. Da hier nicht auch die Hütte? Die Lichter der Sicherheitscontainer sind bereit, entlassen. Wunder. Sind Thor und Odin schon da? Die zwei Odis? Sie sind hier und haben Schnaps mit. Ich liebe sie jetzt schon. Sie sind eigen. Sie wollten wissen, welche Kunst wir verwenden. Nun, Sie sind es. Ich bin gleich da. Schon smart. Was? Okay, ich wollte gerade mal gucken. Upsala, nein. Ich habe die beiden noch hier. Ja, ich glaube, das passt sonst soweit alles. Ich könnte mir mal eben... ja, Leuchtfackeln habe ich ausgerüstet. Ich habe auch die beiden Leuchtraketen ausgerüstet, okay. Das hier sollte ich vielleicht mal eben ändern. Und zwar... ich überlege gerade mal, wie war das denn nochmal? Ach so, genau. Euch lege ich jetzt auf den ersten Slot und euch lege ich auf den zweiten Slot. So. Weiß nicht, wie lange ich heute dabei bin. Ehrlich gesagt, kann sein, dass ich einpenne. Jetzt bin ich krank. Oh no. Gute Besserung, Jesse. Gute Besserung. Wie gesagt, zur Not kannst du es ja auch auf YouTube noch nachgucken. Läuft ja nicht weg. So. Wo bin ich jetzt überhaupt? Da bin ich. Okay, krass. Also links rum muss ich jetzt. Oh. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn wir das Licht aus haben. Vielleicht sehen die uns ja nicht so schnell. Eins, zwei. Geil. Wie geht es euch heute? Bist du Was willst du denn, ja? Was willst du denn? Test! Wir brauchen mehr Halt! Nicht! Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Wir hatten in Alan Wake 1 ja schon mal so eine Szene, wo es auch so ein Konzert gab. Ich hoffe, dass es auch sowas ähnliches ist. Das war schon ziemlich cool. Wo sind meine Glocken? Bin noch ein bisschen knackig. Hab sie weggeworfen. Bei Glocken nicht rocken. Hey,
ob sie das ich tun. Bin hier. Man muss sie nur richtig verbinden. Machen wir uns bereit. Anderson, wir haben hier oben ein Kontrollzentrum eingerichtet. Hey, Anderson, ich kann noch mehr Ausrüstung runterbringen, wenn nötig. Sobald sie auftauchen, richte ich die Lichter für dich auf die Besessenen. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben's eilig und der Strom setzt aus. Dein Partner hier wird sich darum kümmern. Ich bin kein Mechaniker, verdammt. Wo ist euer Techniker, Kieran? Oh, geil. Und wir haben ein volles Inventar. Yay! Aber ich habe auch nichts anderes, was ich jetzt reinpacken wollen würde. Habe ich denn hier auch eine... Wir spielen mit voller Lautstärke. Ja. Ach, guck mal, hier ist der Kasten, wo er rein soll. Interessant. Ey, das wird ja kurios. Ich fühle mich gerade wie so ein Roadie irgendwie. Wie in den guten alten Zeiten. Heavy Metal gegen die Mächte des Bösen. Wer hat die Bühne jetzt in der Zwischenzeit aufgebaut so schnell? Aber... ich denke mal, wir müssen zu denen hin. Frag mich nur. Bereit, wenn du es bist. Ja. Moment. Noch irgendwas auf dem Boden? Ich guck grad mal eben. Eine meiner Lieblingsstellen. Ich bin sehr gespannt. Aber wir haben hier keinen... wir haben keine Speichermöglichkeit. Wir haben einen Schuhkarton nur hier. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Tipps für mich, Jesse? Also, so sieht mein Inventar momentan aus. Ich habe die Armbrust nicht ausgerüstet, okay, weil ich... wir sind bereit zu rocken. Ja, ich jetzt gib gleich auch. Einfach Bescheid. Mach ich. Ich habe die nicht abgesägte Schrotflinte. Ich habe die abgesägte Schrotflinte hier, da so. Und ich habe das hier, da. Und Jagdgewehr habe ich. Und meine normale Waffe. Und ich habe noch Leuchtpistolen. Und ich habe 2 Leuchtraketen. Und ich habe 2 Propantanks. Und ich habe 2 Blendgranaten. Und wir warten auf dein Signal, Sager. Also ich habe 4. Das wird die beste Show aller Zeiten. Mehr Knarren, umso besser. Aber ich habe jetzt nicht mehr wirklich... ich meine, ich könnte mir über Umwege vielleicht noch Platz schaffen für die Armbrust. Ich weiß halt nicht... warum habe ich denn hier die Armbrustbolzen? Die brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Moment. So. Ich bin... also das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, ist, dass wir irgendeinen anderen Talisman nehmen sollten. Aber ich wüsste jetzt nicht, welchen. Ich habe jetzt aktuell das hier mit der Taschenlampe, mit der zusätzlichen Ladung. Ich habe Angriffe lassen Feinde häufiger taumeln. Ich habe erhöht die maximale Gesundheit. Und ich habe erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Taumeln oder Unterbrechungen. Zur Auswahl hätte ich noch, das hier ist nur der Objective, also der Collectible-Talisman, der uns anzeigt, wo auf der Karte was ist. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Erhöht die Zeit mal erheblich, bevor sich Dunkelheitsschilde regenerieren. Chance, den Feind mit Taschenlampenverstärkung zu betäuben, ist sonst auch noch gut. Erhöht die Dauer der Leuchtfackel und den Wirkungsbereich. Erhöht den verursachten Schaden bei niedriger Gesundheit, ja. Erhöht die Qualität und Quantität der gefundenen Ressourcen, brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr wirklich. Ich würde mal die beiden, die wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr brauchen, hier oben hinpacken. Es geht sofort weiter, keine Sorge, aber das möchte ich nur mal eben kurz durchgehen. Über die maximale Menge der in einer Licht zuvor wiederhergestellten Gesundheit, weiß ich nicht, ob wir das jetzt brauchen, erhöht den verursachten Schaden, solange du vom Feind nicht entdeckt wirst. Ich glaube, den brauchen wir jetzt momentan auch nicht, weil entdeckt werden wir gleich so oder so, denke ich mal. Da führt kein Weg dran vorbei. Erhöht die Wirksamkeit von Schmerzmitteln und Traumakissen, ja. Und halt diese hier. Also die kaputt gehen und uns vor dem Tod einmal bewahren. So einen könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass wir einen ausrüsten. Aber die Frage ist halt, für welchen? Was sagst du? Für die Talisman ist gut ausgerüstet. Dankeschön, okay. Die doofen Propantanks, die nehmen nur Platz weg. Ja, ich weiß. Wobei, ein, zwei Mal haben sie ja tatsächlich gut funktioniert. Also... das Problem ist nur, dass sie nicht gut funktionieren, wenn die Gegner so schnell hin und her huschen. Und das sind ja die meisten Gegner mittlerweile. Wobei Scratch eigentlich relativ langsam war. In dem Kampf im Hinterhof vom Polizeirevier. Das heißt ja nicht, dass das jetzt auch ist. Weiß es nicht. Also meinst du, können wir so angehen oder... ich meine, ich kann mir ja hier mal einen ins Inventar packen zur Not, falls ich mich doch nochmal spontan umentscheide. Welchen würde ich denn am nächsten dann rausnehmen? Ich glaube, den hier. Ja,
glaube den obersten, wenn dann. Okay. Ich hätte jetzt gerne nochmal einen Speicherpunkt. Obwohl, wir hatten ja gerade eben einen, als wir hier runterkamen. Das habe ich wohl gesehen, aber jetzt nachdem ich hier quasi... Moment, kann ich hier wieder hoch? Nein. Okay, Leute, dann wagen wir es jetzt mal. Was auch immer jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung, aber ich freue mich drauf, weil es mit Musik zu tun hat. Oh, da haben wir schon einen General. Ach, guck mal da. Ah, da oben sind sie. Die beiden Flitzpiepen. Die habe ich gar nicht gesehen eben. Komme ich zu denen hoch? Nee, ne? Muss ich erst den Baum fällen. So, oh. Was war hier noch? Ja. Das ist so, diese großen Kisten, wo richtig viel reinpasst. Und was haben sie halt gemacht? Ja, wir haben 5 Sachen, dann nehmen wir halt auch 5 große Kisten. Eine Sache in jede Kiste. Ergibt Sinn. Sehr durchdacht, sehr durchdacht. Okay, Leute. Let's rock. Opa, du gibst mir das Signal, sobald das Lied fertig ist. Und ich verwende den Klicker, um Wake zurückzuholen. Los geht's! Hallo, Colonel Lake! Schön, hier heute so viele Bundesbeamte zu sehen! Bereitet euch auf einen seelenzerreißenden, bewusstseinsverändernden Akt schwarzer Magie und Zauberei vor! Wir haben diesen Song für unseren gequälten Lieblingsschriftsteller geschrieben. Lasst euch aus der Dunkelheit führen! Also Herald of Darkness heißt Dark Ocean Summoning! Okay. Herald of Darkness zu toppen wird schwer. Du lässt mich versagen wie ein Affe aussehen, Alter! Let's rock! Scheiße! Probieren wir es noch einmal! Soll ich euch einzählen? Überlebe das Beschwörungsritual. Ja, geil. Also von der Musik her oder von Gegnern? Momentan kommt es immer wieder zu paranormalen Verbrechen. Aber ich finde das einfach stark. Ich will ein T-Shirt. Die Show zieht Publikum an. Besessene im Anmarsch. Oh. Wow. Ich richte das Licht auf sie. Ja, dann richte auch mal das Licht. Hallo. Nice. Oh, geil. Ich hab den Lichtkegel. Yes. Anderson, noch mehr Ausrüstung. Okay, ich finde es sehr, sehr geil. Wer hätte es gedacht? Aber ich muss unbedingt mich heilen. Wo sind die denn? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ich richte das Licht auf sie. Ja, bitte. Da hinten. So ein Teil. Ja, super. Wow. Ich
frei. Aber du bist doch jetzt auf meiner Seite eigentlich, oder nicht? Anderson, nimm genug Munition. Anderson, Achtung! Sie kommen. Ja, dann strahlt sie bitte mal an. Sag mal. Noch mehr Munition. Anderson, da kommt Ärger. Ja, dann mach schneller nach, Mann. Ich hätte gerne einen Reload All Button. Dort sollte man mit Kika verbringen. Ja. Aber ich möchte erst. Aber ich finde, das habe ich. Nein! Was ist es? Ich wollte das noch einsammeln. Aber ich finde, ich habe mich gut geschlagen, oder? Bin nicht gestorben. Ich habe alles richtig gemacht. Erst die Kunst und dann der Klicker. Vielleicht hat's ja funktioniert. Also wo ist er, verdammt? Oh, was passiert jetzt? Oh. Ah, das gefällt mir gerade richtig gut. War eine geile Szene. Also, mal wieder. Und ein geiles Lied von dem, was ich so hören konnte. Ich habe mich nicht wirklich darauf konzentrieren können, wie ihr vielleicht versteht. Parliament Tower. Er war zurück. Richtig. Wir haben hier beim letzten Mal, als wir mit Alan unterwegs waren, die Bilder von Alice hier vorne in diese Schuhbox gelegt. Und dann sind wir wieder rüber geswitcht. Erreiche den Parliament Tower. Ja gut, das sind ja nur 10 Minuten. Das kriegen wir hin. Okay, geil. Ja. Ich möchte mal eben hier vorne in den Raum rein. Also, ich will mich jetzt ja nicht selber loben, aber ich finde, das habe ich jetzt eigentlich ganz gut gemacht. Guck mal, ach, Realität wechseln geht nicht. Ach, guck mal.